Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. Weiter geht's mit Staffel 6 und mit Nacht oder nicht? Nee, keine Ahnung. Ich glaube, ich wollte mich vorher schon hinlegen. Nee, geht nicht. Wir haben dieses Labrikon da gemacht. Dann nehmen wir mal mit. Wir brauchen einen Eimer, wenn wir noch brauchen. Bucket. So. Dann habe ich hier die Kohle ein wenig aufgeladen. Die hat jetzt ja 190 drin. Das sollte vorerst mal genügen. Das bauen wir wieder. Ab, wollte ich sagen. Wo ist die jetzt? Er will mich die eigentlich immer verarschen. Ist jetzt da hinten ins Feuer gefallen oder was? Das Feuer ist unterhalb. Was ist da los? Das kann nicht sein. Ich krieg. Also jetzt stirbt der Server anscheinend wieder. Was ist denn jetzt los? Kriegt er echt Zustände? Guck mal, wie wir drauf zugreifen können. Ich auch nicht. Das kann ich auf gar nichts zugreifen. Scheint war das nicht gut, das Abbauen. Mal gucken. Jetzt geht's wieder. Und meine Keule ist trotzdem weg, meine Keule. Das ist natürlich doof, wenn die weg ist. Die ist schon wieder eine weg, ey. Verschwindet aber immer. Warum? Das verstehe ich nicht. Normal kann die da unten nicht verbrennen. Verbrennt da alles, wenn ich was wegwerfe? Hier. Ja, Hauptsache, der fliegt nicht rein. Nee, das verbrennt gar nicht. Also, wo ist die schon wieder hin? Ich würde jetzt mal was testen. Verzeiht es mir, aber es muss sein. Mal Magnet anschalten. Vielleicht liegt die hier irgendwo. Aber wenn ich jetzt aus Weg werfe. Geht auch nicht. Das ist schon das zweite Mal, dass die weg ist. Wisst ihr das eigentlich? Ihr habt es ja gesehen, gell? In den anderen Videos. Tja, dann kann ich das nicht machen, was ich wollte. Dann muss ich hier die andere Coil wieder anschließen. Einen habe ich ja noch. Hier. Den dann drehen, dass der Output stimmt. So, ja. Dann wird die wieder gefüllt. Schade, dann kann ich das nicht machen, was ich jetzt machen wollte. Das nur, weil diese Coil da weg ist. Das nervt mich echt ein wenig, dass die immer verschwindet, ey. Ist ja mittlerweile das zweite Mal schon. Es ist doof, doof, doof. Die kann mir die auch jetzt nicht reinschieben, voller. Die war ja fast voll. Naja, fast. Aber wenigstens so, dass ich es für einen Patchwork-Breaker nutzen kann. Ich werde mal testen, ob das in Kreativ geht. Denn ich will euch das unbedingt zeigen. Wie das geht. Watercraft. Ob wir da vielleicht eine Keule voller reinschieben können. Na, die haben alle Storage 0. Doof. Befindet Bauer. Ja, sonst nehmen wir mal die. Die ist halt in Creative. Aber okay, egal. Ihr habt gesehen, die hatte was drin. Das werden wir jetzt auch nützen. Ah, weil wir brauchen den Bedrock Breaker und ich habe jetzt extra stundenlang gewartet, bis die aufgeladen ist. Und da verschwindet die einfach beim Abbauen. Das ist eine Frechheit. Und zwar gehen wir wieder aus dem Game Mode raus. Da so. Ich habe irgendwo da Stufe runtergebuddelt. Mal aufpassen, da dürfen wir jetzt nicht zu weit laufen. So. Hier um die Kurve.
Ja, es sind ein paar Erze, die wollte ich dann nicht rauskloppen. Wobei das Eisen. Das sollte ich lieber nicht hier lassen. So und so und so. Und irgendwie. Ah, 4, passt. Habe ich hier den Bedrock freigebuddelt und hier haben wir den Bedrock Breaker aufgebaut mit grün hinten, ist ja logisch Eingang. Hier habe ich die 8.1 Gearbox aufgebaut mit Output vorne, Input hinten. Und dann kommt diese Call jetzt hier. Und hier müssen wir was einstellen und zwar brauchen wir 1024 Rad pro Sekunde und Newtonmeter brauchen wir auch 1024. Weil 1024 mal 8 ergibt das, was der Bedrock Breaker braucht. Der braucht nämlich 8192. Und 1024 mal 8, weil wir ja 8 haben, ergibt das. So, hier haben wir Lapriken. Ich muss mal kurz die Musik ausschalten. Hier haben wir ein Lapriken, steht da. Das ist Schmiermittel, das haben wir hergestellt. Da muss man einfach einen Eimer nehmen und hier reinpacken. Zack. Dann ist er hier voll, weil das braucht er. Ein Getriebe braucht immer Schmiermittel, Getriebeöl sozusagen. So, dann tu hier weg. Naja, hier ist blöd. Und dann lassen wir den mal laufen, indem wir hier einfach einen Schalter dran machen. Jetzt läuft der. Der läuft. Und der da vorne müsste sich eigentlich drehen. Müsste eigentlich. Macht er aber nicht. Warum nicht? Hallo, warum drehen Sie sich nicht? Das ist eine gute Frage, warum der sich jetzt nicht dreht. Okay, ich wüsste schon warum. Okay, wenn ich den jetzt abbaue, ist schade. Aber muss ich, und zwar habe ich da noch was vergessen, den hier. Nee, das war der falsche. Ach du Guck. So, ich brauche das bei 90 Grad, weil der Anschluss ist oben, wie ich gerade sehe. Das wusste ich gar nicht. Da müssen wir nochmal nach oben humpeln, das war hier. Und da holen wir uns nochmal so ein 90 Grad Dingsbums. Ich hatte ich eigentlich auch schon vorbereitet. Aber ich dachte, das war das, aber das war doch nicht das. G-Modus habe ich jetzt noch absichtlich an, weil ich muss dann die Coil ja noch entfernen. Also nicht wundern. Das mache ich dann später aus. Zwischenzeit kann man die Musik wieder anschalten. Bisschen zumindest. Und ich brauche unbedingt diesen Bedrock, damit ich dann die CVD bauen kann, oder wie die heißt. Damit wir dann weiterarbeiten können. Eben die Maschine bauen, die die Erze verfünffacht. Ah ja, genau, das neue Gebäude habt ihr auch noch nicht gesehen. Hier oben mit schön Glas, alles schön mit Chisel hier drin. Da herin kommt dann Mechanismen rein. Das wollte ich eigentlich auch noch diese Folge machen, aber ja, das wird wohl nichts. Wenn wir hier die ganze Zeit rauf und runter laufen müssen. So, du weg. Achso, das ist der Schaftkreuz, das ist dieses Kreuz. Ich brauche eigentlich den hier, den brauche ich. Ich den jetzt abbauen und der auch wieder verschwindet. Dann zucke ich aber aus hier. Könnt ihr mir glauben. Den Bevel, genau, den brauche ich. So, dann gehen wir wieder nach unten. Hoppeln wir wieder runter. Ist irgendwie wie ein Jetpack oder sowas, muss ich mir auch mal bauen. Rüstung, ah doch, Rüstung habe ich schon. Soll ich gerade sagen, Rüstung habe ich auch keine, aber doch, da habe ich noch was. Da habe ich mir eine Eisenrüstung zusammen geschustert. Der Weg ist auch was für Dumme, ey. Jetzt weiß ich, warum ich ihn gebaut habe. So, zack. Dann hoffe ich, dass es so geht. Genau, dann gucken.
Ne, Inside ist orange. Output. So. Nach unten, dann kommt hier die Gearbox. Und zwar. Ist ja egal, die kann man ja drehen. So. So. Ja, grünes Input. Dann die Coil hin, nehmen wir es mal. Was ist denn jetzt passiert? Hallo? Willst du mich verarschen oder was? Was war jetzt? Okay. Was ist da passiert? Da verstehe ich aber jetzt nicht. Versteht ihr das, was da passiert ist? Ich nicht, ehrlich gesagt. Kommen jetzt auf einmal die ganzen Monster her, okay, weil hier ziemlich dunkel ist. Das muss ich mir dann nochmal anschauen. Das passt mir überhaupt nicht, was hier passiert ist. Das verstehe ich nicht, warum das passiert ist. Ich habe ja nichts gemacht eigentlich. Ich weiß, einige sagen, das ist der Fehler, aber trotzdem, das kann normal nicht sein. Nein, lass mich. Ich komme hier ja gar nicht mehr raus. Bin hier gefangen, Mami. Ist jetzt helle. Alter, schau, was da für ein Krater ist. Was war denn das? Ich habe wohl schon öfters gelesen, dass der Mod rumspackt ein wenig, aber dass der so ein Krater macht gleich, das ist neu. Lasst mich hochbauen schnell mal hier. Also da muss ich noch mal schauen, was da war, wenn das nicht mein Fehler war, was ich nicht vorstellen kann, denn ich habe nichts gemacht. Dann schiebt ihr mir das aber auf alle Fälle wieder rein, alles, was ich hatte. Weil sonst ist es echt eine Frechheit hier. Nein. Ja. Traumhaft, ich bin begeistert. Ja, da brauche ich jetzt nicht mehr runtergehen, da ist jetzt alles weg. Na gut, dann gucke ich dann nochmal. Da können wir wieder rausgehen, weil die Items sind eh alle weg. Auf alle Fälle, bitte, das muss das so funktionieren. Und anders nicht. Deswegen, okay, verstehe ich jetzt echt nicht, warum das explodiert ist. Das ergibt für mich gar keinen Sinn. Muss ich jetzt damit leben, kann ich auch nichts machen. Dann schauen wir was anderes. Zwar, hier habe ich so Winterwiene von Mechanismen gebaut. Das habe ich, ja, 3 Osmium, Enriched Iron, ein Schaltkreis und Tablets. 2 Stück, ein Advanced Base, Advanced Cube, der ist nicht schwer, ein normaler, und noch Tablets, Gold und das Eisen. So, jetzt brauche ich aber noch was. Ja, das bringt mir auch alles nix. Jetzt habe ich keine Kälbe mehr. Nix mehr. Naja. Okay. Da muss ich das vorerst mal, ich kann ja den Cube, der ist ja geladen, dann hier aufstellen, so, den Cube hier hin, eine Windmühle in die Richtung, da sollte der schon geladen werden, genau, und eine in die Richtung, dann wird der hier mal geladen wenigstens. Die generieren 480 Joule, nee, Output. 68 Joule hat er. 68, und der hat auch 68, also gar nicht mal so schlecht. Und den lassen wir hier mal drehen und den Cube hier laden. Und wie gesagt, das da unten mit dem Todespunkt hier, das muss ich mir angucken, das gefällt mir überhaupt nicht. Da muss irgendein Fehler gewesen sein. Denn sonst kann das gar nicht gewesen sein, dass das über explodiert. Ich habe das nur aufgebaut, ich hatte ja nicht mal in der Coil etwas eingestellt, da war ja null überall. Deswegen kann da normal nichts explodieren.
Na, mal gucken, was da war. Sonst werden wir das schon fixen. Ah, hier ist noch Shaft Junction. Hier sind noch die Sachen drin, die ich eigentlich haben wollte. Ja, den kann ich jetzt auch nicht mal einbauen, weil doch, ich habe, ich glaube, diesen. Ne, der ist nicht da, der ist drüben. Dann kann ich hier den da dort noch einbauen, anstatt den, der fehlt. Den Schraubendreher haben wir hier. Können wir den noch mal zurecht rücken hier? So. So. Genau, dann fühlt sich der besser. Dann würde ich sagen, war's das. Das war wohl ein Fail in der Folge. Also relativ umsonst die Folge. Nur mehr Schaden angerichtet, als wir weitergekommen. Aber okay, ich werde dann die Solarzelle hier mit diesem Universal Cable hier anbinden und hier irgendwo dann den Cube verstecken. Also die Energieversorgung sozusagen. Damit ich dann für später die ganze Energie habe für den, für die Factory, die habe ich hier. Die habe ich da hier mal angeklemmt, da kann ich mal kurz zeigen, wie die funktioniert. Da gibt es sogenannte Item Speed Upgrade von Mechanismen. Die sind auch leicht zu bauen, einfach Osmium Dust Enriched Alloy, sag mal Glas. Und die kann man da oben eintun. Wenn man jetzt mal guckt. Hier kann man Autosort an oder off machen. Off heißt, wenn ich hier was rein tue, bleibt es hier drin. Zack. Wenn ich hier anschalte, dann verteilt das automatisch auf 3 Slots und ich kann 3 Items zugleich durchschmelzen. Und jetzt schaut mal, die weißen Strich, wie langsam er ist. Jetzt durch ein Speed Upgrade installieren. Zack, und auf einmal geht er viel schneller. Und er arbeitet gleich 3 Items durch und ich kann bis zu 9 Slots rein tun. Wenn ich hier wieder draufklicke auf den Zweier, einmal linksklick, kann ich wieder rausnehmen. Wie gesagt, da kann ich jetzt, wenn ich da Items rausnehme, tut der durch diesen Autosort automatisch in jeden Slot etwas rein. Das dazu, wie gesagt, das werde ich dann drüben aufbauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich werde mal da schauen, was da unten war. Und ciao.